Oh boy, es ist mal wieder soweit. Wir schauen uns ein neues Add-on an für Train Sim World 3. Und zwar ist es die Glossop Line Magister Hatfield and Glossop. Gibt es momentan für 27,99 bzw. mit einem Rabatt für 25,19. Und ja, die Strecke ist nicht so geil, wie sie hochgehypt ist. Erstens, es ist unglaublich kurz. Fahrplan ist unglaublich kurz. Und der Zugbegleitermodus ist unglaublich kurz. Und wirklich nicht so geil umgesetzt. Ich würde sagen, schauen wir uns vielleicht mal im Detail an. Okay, also, als erstes möchte ich euch mal kurz den Fahrplan zeigen. Vom Fahrplan her können wir mit der 323, mit der 158, 66 etc. fahren. Und die Kollegen hier machen Special Services, aber die sind etwas traurig. Wenn wir hier mal schauen, Class 40, es sind drei Services, 17 Minuten, 18 Minuten, ist einfach nur da so in der Mitte hin und her fahren. Ist ja nicht mal die ganze Strecke, obwohl sie eh schon so kurz ist. Class 20, wir haben einen Service, der geht 4 Minuten und dann nochmal 18 Minuten. Ich weiß ja nicht, also, ne, also das hätte man sich irgendwie sparen können. Class 66, Güterverkehr. Da haben wir ja teilweise so drei Teiler mit dabei, bisschen vier Teiler. Da ist einmal mal ein bisschen hin und her rangieren, dann einmal auf die andere Seite drüber fahren und dann wieder Retour. Die Zeiten sind kurz. Dann der Star von der Line hier. Das höchste der Gefühle hier sind, glaube ich, 37 Minuten. Ansonsten sind es hier 34 für eine Strecke. Ja, also ihr seht es ja auch da schon in der Übersicht. Es ist nicht lang. Hier gibt es dann noch den einen Stich hier nach oben. Das war's. Sie sagen halt noch, wow, es ist die komplette Strecke. Ja, stimmt schon, es ist die komplette Strecke, die halt recht kurz ist. So viel mal zum Fahrplan. Dann haben wir hier natürlich noch Szenarien. Ein paar, also das längste der Gefühle sind hier die 50 Minuten. Und wer sich denkt, ja, und wo ist jetzt der Zugbegleitermodus? Das ist das hier. Das ist nur ein einziges Szenario. Und das, würde ich sagen, werden wir auch mal spielen. Und das ist dann auch noch nicht mal wirklich realistisch umgesetzt. Was ich damit meine, werden wir gleich sehen, sobald wir drin sind. Und dann sind wir zum allerersten Mal Zugbegleiter in Train Sim World 3. So, da wären wir drin. Heute übernehmen Sie die Rolle eines Zugbegleiters im Zug, der nach Manchester fährt. Das ist die, ja, nicht mal aufgeräumt hier. Was soll denn das? Der Zug, den Sie arbeiten werden, wird in Kürze eintreffen. Steigen Sie in den Zug ein und übernehmen Sie die Rolle eines Zugbegleiters bis zur Endhaltestelle Ihres Zuges. Sag einmal, dreht es mich doch nicht weiter. Also, viele Leute haben sich auf das gefreut und ich mich auch. Aber ich muss echt sagen, die Umsetzung ist halt meh. Da hätte ich mir wirklich mehr davon erwartet. Da ist unser Zug. Also, es steht da ziemlich nah dran. War da jetzt gerade kein Lokführer drin? Ich muss das nochmal ganz kurz angucken. Doch, es ist einer drin. So, und wir sollen einmal zum hinteren Führerstand gehen. Das mach mal. So, 66. Okay. Als Zugbegleiter gehört es zu Ihren Aufgaben, die Türen des Zuges zu bedienen, die Fahrkarten zu kontrollieren und für die Sicherheit der Fahrgäste während der Fahrt zu sorgen. Aha. So, dann. Wir sollen erstmal den Türschlüssel hier reintun. Und stellen Sie sich auf den Bahnsteig und warten Sie darauf, dass die Fahrgäste in den Zug einsteigen. Wir können mit der Vorbereitung für die Abfahrt beginnen, sobald die Türen frei von Passagieren oder Hindernissen sind. Okay, hier sollen wir stehen. Ich würde sagen, wir können jetzt langsam mal zumachen. Da steigt jetzt... Oh, steigt der da hinten noch ein? Ne, sieht nicht so aus. Alles klar. Wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Schließen Sie alle Fahrgasttüren, bevor Sie die Führerstandstür schließen. Aber Sie dies getan haben, signalisieren den Lokführer durch zweimal das Drücken des Signalsummers, dass wir bereit sind. Ja, okay. Also, Türen zu. Dann, dass hier keiner einklemmt wird. Soweit das Prozedere, die Tür zu. Und dann sagen wir eben, er soll abfahren.
Na? So. Sie müssen die Fahrkarten der Passagiere überprüfen, die in dem Zug eingestiegen sind. Vergleichen Sie das Datum und den Zielort auf der Fahrkarte mit dem heutigen Datum und den Zielorten dieses Dienstes, um festzustellen, ob die Fahrkarten gültig sind oder nicht. So, Schlüssel nehme ich mal wieder mit. Und jetzt geht's los. Fahrkarten kontrollieren. Aber ist jetzt nicht so, dass wir hier jeden kontrollieren. Nö, nur ausgewählte hier. Die zum Beispiel. Frage nach der Fahrkarte. Das heutige Datum 30.10.2023. Nächste Haltestellen. Und sie hat von Guidebridge nach Manchester Piccadilly für den 30. Es passt. Perfekt. Dungi. Ja, dann holen wir uns mal den nächsten. Ohne Dame. Hallo? Hallo? So. 30. von Guidebridge nach Gordon. Das passt auch. Alles klar. Ja, mal rüber zum nächsten Wagen. Schaut euch mal das an, wie eng das hier ist mit der Toilette. Kann man nicht vorstellen, dass die da wirklich Sitze hier hingemacht haben. Das ist all die viel fragwürdig, aber okay. So. Guten Tag, der Herr. Fahrkarte bitte. So, Guidebridge nach Manchester Piccadilly am 8. Oktober. Das ist leider falsch. Bitte aussteigen. Das war's. Er reagiert nicht drauf. Wir machen halt nur das. So, nochmal eins weiter. Hallo? So, da. Von Guidebridge nach Edwick, das passt auch am 30. Alles klar. So, und jetzt haben wir erstmal nichts mehr zu tun. Jetzt müssen wir warten, bis der wieder ankommt. Und das, was dann gleich als nächstes passiert, ist weniger realistisch. Boah, da ist ja gar kein Platz hier. Das kann doch unmöglich so in der Realität sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da kommt ja kein normaler Mensch durch. Söderle, jetzt bist du. Der wird uns dann gleich sagen, beim nächsten Halt, dass wir wieder ganz nach hinten gehen müssen. Was aber nicht realistisch ist. Normalerweise würde er jetzt hier stehen, so in der Mitte, und hat hier das Pendel für die Türsteuerung. Und kann dann hier die Türen auf- und zumachen, inklusive Summer. Aber das Szenario verwendet es nicht. Wir müssen das immer von ganz hinten machen. Verstehe ich nicht, wieso. Also ich hoffe sehr, dass sie da diesen Zugbegleitermodus nochmal überarbeiten und auch erweitern. Weil nur das eine ist natürlich ein bisschen doof. Und deswegen bestimmt, wenn ich jeden kontrollieren könnte. Oder beziehungsweise selber aussuchen kann. Also dass es so ähnlich halt wie der Zu-Fuß-Modus ist, wo ich mir einfach frei aussuchen kann, jetzt da kontrolliere ich mal. So. Türschlüssel tun wir schon mal rein. So. So, dann sollen wir uns mal wieder rausstellen. So, Leute. Was war denn das jetzt? Kein Bock einzusteigen, wenn du gesehen hast, ich bin jetzt hier drin? Ja, ich würde sagen, gerade wieder abfahren. Okay, wir machen die Tür wieder zu. So, die Tür machen wir auch zu und dann einmal den Wasser. Jetzt. Okay, dann tun wir mal wieder kontrollieren hier. Guten Tag, die Fahrkarten bitte. Und das ist halt auch sehr realistisch, ne? Gültig für eine Reise von Gorton nach Gorton. Mhm. Nö. Falsche Fahrkarte. So, guten Tag, der Herr. 29. Abgelaufen. Einmal bitte aussteigen. So, einmal die Fahrkarten. Hallo. Und bitte einmal neu machen. Nö. Oh, da habe ich jetzt jemanden übersehen.
Nö. Von Gotchen nach Manchester Piccadilly, 30. Ja, das passt. Südene, weiter nach hinten. Und auch die Fahrkarten bitte. Gotchen nach Gotten. Am 31. Ist ja falsch. Und auch Fahrkarte bitte. 20. Ist ja falsch. Hey Kollege, wie läuft's bei dir so? Ich blockiere dir mal die Sicht, ne? Sitz mal da bei dir drauf, ob das passt. Warum hast du eigentlich die Scheibenbücher nicht an? Na gut, wir gehen mal wieder nach hinten. Södele. Ich verstehe nicht, warum sie das so billig halt wieder machen. Südele. Einmal aufmachen hier. Wieder einsteigen. So, und der Typ sollte Abstand halten. Smoking is not permitted in any part of this station or on trains. This includes e-cigarettes. Södere, eine Person befindet sich zu nahe an der Bahnsteigkante. Bitte bitten Sie sich etwas Abstand zu halten, bevor wir losfahren. Muss hier weg? Ach, die Person. So, Fahrgast, tut mir leid, ich habe nicht bemerkt, dass ich die Linie übertreten habe. Ich werde erst im Weg gehen. Okay. Was mit ihm hier? Er ist auch zu nah. Geh weg da. Aber mit ihm konnte ich wieder nicht quatschen. Ach, und das da hinten ist dann auch in Ordnung. Das meine ich halt mit Umsetzung. Naja, gut. Hören zu. Fragwürdig, fragwürdig. So. Weiter geht's. Die nächsten Fahrgarten. Die Fahrgarten bitte. 13. Oktober. Aussteigen. So, dann in. Wieso piepst? Ach so, wegen ihm da. So, der Fahrkarten 13 da. Aussteigen bitte. Haben wir hier noch einen Kollegen? 30 da, von Ashburys nach Ashburys. Rückkehr außerhalb der Stoßzeiten. Und nach Ashburys. Da fahren wir gar nicht hin. Nö, einmal neu. Südele. Dann von Ashburys nach Manchester Piccadilly. Das ist in Ordnung. So, dann hier. Ashburys nach Manchester Piccadilly. Ja, das ist gut. Und das war's. Gehen wir wieder ganz nach hinten. Das ist Guidebridge. Komm, mach die Tür zu. Dankeschön. Ach, diesmal auf der Seite. Südele! Ach, wunderbar. Da sehen wir auch nochmal die Strecke, ne? Es ist. Oh, überschaubar. Und da hinten haben wir sogar ein kleines Depot. Ja, ich glaube, da will keiner mehr einsteigen. Ah, ich hätte schon längst die Tür mit dazu gemacht.
So, einmal die Türen zu. Oder nächsten Fahrgarten. Dücken doch die Fahrgarten bitte. Ashbury nach Edwig. Wo verkauf Einzelfahrschein? Nö. So, du bitte. Ashbury ist ja Manchester Piccadilly. Ja, das passt. So, du nochmal. Ashbury ist nach Edwig, Rückkehr außerhalb der Stoßzeiten, erwachsene Standardklasse. Nö. Oh, ich schaue dir mal ein bisschen zu hier, ne? Ah, da ging es auch mal irgendwo hin. Und das, glaube ich, ist auch schon unser Endhalt. Ah, Ausstieg auf der rechten Seite. Oder links. Na, rechte Seite. Ich gehe da mal wieder nach hinten, du machst es, ne? Södele, einmal laufen. Also nur mal zu demonstrieren. Ich kann das hier schon nutzen, aber er werdet es dann nicht. Okay. Ich dachte, das wäre rechts. Südli. Bleib mal stehen, Kollege. Stückchen noch. Wunderbar. So. Eben, Tür kann ich freigeben. Aber ihr werdet es nicht. Ich muss es halt immer schön von hinten machen. Es ist schade. Da steht auch nichts. Was? Okay. So, dann muss ich hier wieder den Schlüssel reinmachen. So, Rest hat er mitgekriegt. Bin doch. Und das ist jetzt eh unser Ende, glaube ich. Die Station ist schön. Damit ich was Positives gesagt habe. Vor allem mit dem Lichteffekt sieht es gut aus. So, da. Sollen wir jetzt mal kontrollieren, ob beide ausgestiegen sind? Okay. So, da, dieser Zug hat seine Endhaltstelle erreicht. Schließen Sie die Türen ab und stellen Sie sicher, dass alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Dachte ich auch, dass wir das tun müssen. Okay, Türen schließen. So, gehen Sie durch den Zug und vergewissern sich, dass keine Passagiere auf dem Boot befinden. So, da ist noch jemand hier drin. Nicht so aus. Naja, Toilette kann ich nicht überprüfen. Kann das sein, dass da hier noch jemand drin ist? Perfekt. Keiner mehr da. Hä? Was willst du jetzt von mir? Jetzt sollte ich wieder nach hinten gehen. Ja, okay, dann gehen wir halt wieder nach hinten.
Wäre der zum Lokführer gegangen? So. Ach, ich soll den Zug verlassen. Na dann. Ciao. So, geht jetzt zum Ausgang des Bahnhofs. Das macht man. Kann ich mit dir was machen? Nö. Steht einfach nur so zur Deko da. So viel zum Finishen. Mhm. Ja, kein Kommentar. Gut gemacht da draußen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Sagt er mir jetzt auch wirklich an, ob ich da die Fahrkarten richtig kontrolliert habe? Wir werden es gleich sehen. Ja. Wir sehen da ziemlich viel. Ich weiß ja nicht. Wisst ihr was? Wir schauen uns jetzt nochmal ganz kurz so ein Fahrplan-Ding an mit 4 Minuten. Das glaube ich, muss ich mir jetzt kurz geben. Also, Strecke auswählen, Gossip Line, Fahrplan. Was immer denn? Nehmen wir mal die 158. Gibt es genau ein einziges Mal. Wobei, lass uns mal irgendwas machen, wo wir da unten auf der rechten Seite sind. Class 20, hast du da vielleicht was? Ne, das ist da oben. Class 40 vielleicht? Ne. Aber doch mal mit dir. Da war irgendwas mit... Stellen Sie diesen Leerzugdienst in Edwick ab. 1 Minute. Wann das? Machen wir jetzt das 7-Minuten-Ding. Das ist einmal von da oben nach da unten. Dann haben wir die 2 Stationen mal gesehen. Ja, ich weiß nicht. Das, glaube ich, wäre eher so 15 Euro höchstens. So, von Glossop nach Hatfield. Bevor wir hier mal wegfahren. Also, warte mal. Die Türen können wir mal freigeben. Ich möchte aber kurz mal aussteigen. Ich möchte mir das Ende der Station anschauen. Okay, da haben sie ein Gebäude hingepflanzt. Kann man hier noch ein bisschen weiter rausgehen? Nö. Schade. Aber hier kann man einen Haufen Sachen als Collectible machen. Okay. Support local, shop locally. Interesting. So, da. Hier wieder rein. Ach, aber erstens, ja. Lassen wir das mal mit dem Ganzen hier. Richtungs... Ja, komm. Vorwärts. Lokführer sind der Traktionsschwelle wurde nicht gelöst. Achso, ja, weil die Türen noch offen sind. Gut, wir hätten eigentlich noch ein bisschen Zeit. Sicherung, Fahrgastraum. USA, ABS und Co. Geöffnet. Moment. Bin mir gerade nicht sicher. Local Brake, Traction Control, Destination Indicator. Das. Hey, Moment, das sind da doch andere. Schalter, Fahrmotortrennung normal. Nee. Ach, da sind die Dinger. Okay. Unisoliert. Was haben wir hier noch? Ist jetzt so notwendig. Normal. 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 Isoliert. Machen wir nicht. Normal. So, Türen zu. Oder ne, Abfahrt.
gleich dürfen wir 45. Das ist eigentlich schon nett, dass wir auf der ehemaligen oder auf Teilstrecken der ehemaligen Woodhead-Line unterwegs sind. Kann ich eigentlich mal wieder ein TS Classic fahren, das ist eine schöne Strecke. So, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen Gas. Ich glaube, bei dem Abschnitt hier ist auch irgendwo so ein kleines Eisenbahnmuseum. Ja, man sieht halt schon, dass hier mal gleistechnisch mehr los gewesen ist. Ah, aber nette Landschaft. So, wo kommen die 25? Da vorne. Ich meinte mal, hier ging es mal nach links weg. Oder war das weiter vorne? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Bräuchte man irgendwie die Strecke von TS Classic. Wo wir die... Ah, na, da. Da geht's nach links weg. Ja, ja, ich drück hier schon. Ja, genau, das ist hier das Kreuz hier. Und da links würde die eigentliche Woodhead-Line dann weitergehen. Wisst ihr was? Ich möchte mal ganz kurz hier stehen bleiben. Ich will mir das mal ganz schnell da hinten anschauen. Babbeln ist jetzt eh egal. So, die Station da hinten. Ah, da komme ich nicht hin. Muss halt über die Gleise hier machen. Finde ich auch sehr realistisch, dass man das Piepsen jetzt hier noch hört. Ah, der ehemalige Bahnsteig hier. Let me see. Ach so. Na, komme ich jetzt noch weiter? Danke. Da ist jetzt auch nur noch eine Seite frei. Interessant, wie sie das jetzt hier gelöst haben. Okay, dann gehen wir mal wieder retour. Ist eigentlich schade, was aus der Woodhead-Line eigentlich geworden ist. Gab ja Schrei, die ganze Strecke im kompletten Jahr mal wieder zu eröffnen. Problemstelle sind aber ein bisschen die Tunnel. Ich momentan für was anderes genutzt. So, Kollege, ich komme schon. So, bitte einmal hier rauf. So, gibt's dann aufgehört, wunderbar. Maximum Schmackes, bitte.
Ich glaube, hier war, also nach dem Bahnhof auf der linken Seite, irgendwo eine größere Abstellung mal. Oder war das hier nach der Brücke? Jedenfalls war da was. Und natürlich zweigleisig. Damals alles Gleichstrom. Ja, schau dir. Und da wären wir end of the line da hinten. Den Güterverkehr kann ich auf der Strecke nicht nachvollziehen. Kann man nicht vorstellen, dass sie da wirklich mit Zügen hier unterwegs sind. Da gibt es ja gar nichts zu beliefern. Also nicht mehr zumindest. Sidley, letzter Halt, Hatfield. Wo wir noch andere Szenario starten könnten. Da finde ich es jetzt irgendwie cool, dass da das Verbucherte hier gezeigt wird, wo die Strecke weitergeht. Sehr viele Leute, die hier stehen. Okay, ich will die Fahrgasttüren. Ja, ist ja gut. Und dann mache ich dich halt aus. Ich will mir das mal schnell in Ruhe angucken. Aus dem Weg hier. So, ach man, ich kann da nicht mal weiterlaufen. Warum denn nicht? Ach Mensch, hätte man sich jetzt ein bisschen was von der Strecke anschauen können. So ein Beschiss. Okay, ja dann machen wir mal die Türen hier auf. Einmal reinsitzen, bitteschön. Steckt das auch wirklich alle ein? Überhaupt kein Chaos. Und schon ist vorbei. Deswegen habe ich initial die Tür nicht aufgemacht. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist schön, da Teilstrecken, also die eine Teilstrecke von der Woodhead-Line mal wieder zu fahren. Die Strecke ist halt sehr kurz, weil es halt im Original natürlich sehr kurz ist. Die Fahrpläne, ja, da hätte man sich ein paar Sachen sparen können. Größte Enttäuschung ist aber der Zugbegleiter-Modus. Vor allem, dass das halt einfach nur ein Szenario ist und das ist dann auch noch halbherzig umgesetzt. Beziehungsweise nicht mal ganz so realistisch. Also das mit dem hinteren Führerstand, das verstehe ich nicht. Ja, hätte mir mehr davon erwartet. Und ja, mal schauen, ob sie das noch irgendwie erweitern, ob das ein bisschen freier wird mit dem Zugbegleiter. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Gern eure Meinung dazu in den Kommentaren, wie ihr da steht zu dem Add-on. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.